Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck besucht die Töni H2 Tirol GmbH in Telfs. Das von Arthur Töni gegründete Start-up zähle im Bereich Wasserstoff zu den Vorreitern in Europa, so Schramböck. Auch in Österreich werde das Thema Wasserstoff in Zukunft eine Rolle spielen. Vor allem, wenn es darum geht, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Auch Töni will sich für Klimaschutz und Nachhaltigkeit einsetzen. Noch sind wasserstoffbetriebene Lkw und Busse am Markt kaum erhältlich. Deswegen setzt das Unternehmen vorerst auf Natural Power Motoren für Flüssiggas. Mit dieser Technologie verringert sich der Schadstoffausstoß um bis zu 90%. Aktuell testet das Startup diese Motoren am Brennerkorridor. Nach erfolgreichem Abschluss der Tests wird die Töni H2 Tirol GmbH im nächsten Schritt weitere Fahrzeuge mit Natural Power Motoren anschaffen.